Das war's für mich. Keine Spur von ihnen. Was war los? Whitman hat während des Angriffs Sam gepackt und ist abgehauen. Oh, er bringt sie zurück zu Matthias. Hätten wir dir nur... Scheiße. Hätte ich dir geglaubt. Wie geht's jetzt weiter? Das Boot ist fertig. Wir brauchen Hilfe. Das dachten die bestimmt auch. Du hattest ja recht mit Whitman, Du hast aber... doch die Stürme gesehen. Sie greifen alles an, was sich nähert. Also, im Zweiten Weltkrieg waren Wissenschaftler hier. Und die glaubten, dass die Stürme aus einer Ritualkammer beim Kloster kontrolliert werden. Da sind noch viele Fragen, aber Sams Entführung hat damit zu tun. Und wenn wir ohne diese Antworten ablegen, sind wir alle tot. So wie die Piloten. Und so wie Roth. Hör zu. Was immer hier passiert, Lara verdient eine Chance. Wir können nicht zurück zu ihrer Stellung. Das wäre Selbstmord. Dort wird sie nicht sein. Sie bringen sie in dieses Gebiet. Und über diesen Zufluss kommen wir ran. Hör zu. Ich weiß, wie sehr du zu deiner Tochter willst. Glaub mir. Aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Ich verlange nicht, dass du dran glaubst, Reyes. Aber du musst mir vertrauen. Okay. Lassen wir es zu Wasser. Los geht's. Wir tuckern mit dem Boot. Lara, was glaubst du dort zu finden? Willst du das wirklich wissen? Nein, sag's mir trotzdem. Die Seele einer Sonnenkönigin ist in einem toten Körper gefangen. Ihr Zorn ist der Auslöser der Stürme. Wird der Körper zerstört, hören die Stürme auf. Klar. Und was will Matthias von Sam? Keine Ahnung. Und das macht mir am meisten Angst. Hey, ich weiß, dass der Plan verrückt ist. Ja, ist er. Aber er ist alles, was wir haben. Ziehen wir es durch. Okay, los geht's. Nein, du wirst mit Reyes den Haupteingang bewachen und ich gehe rein und hole Sam. Du gehst also allein? Je mehr Leute, desto größer die Gefahr, entdeckt zu werden. Wenn es gleich losgeht, tötet so viele Mistkerle, wie ihr könnt. Da sind aber nicht nur Solari, sondern da sind auch andere. Samurai, die königliche Sturmwache. Erschießt einfach alles, was nicht wie ich oder Sam aussieht. Mein kleiner Vogel, du schaffst das. Wir werden uns wiedersehen. Wir halten dir den Rücken frei. Okay. Auf geht's mit uns. Hier noch. Eigentlich wäre das doch der perfekte Ort für Geocoaches, aber so wie es aussieht, denken das nur wir. Mal wieder durch die engsten Gebiete mit der lieben Lara. Oh, da ist Matthias. Sam, Gott sei Dank, sie lebt. Und der gute Doktor. Was zur Hölle tust du mit mir? Wer sind diese... Die Sturmwache. Leute, sie bewachen das Kloster. Und sie wollen ihrer neuen Königin vorgestellt werden. Von dem, der sie zu uns gebracht hat. Klar, natürlich. Ich hatte schon mit archaischen Stämmen zu tun. Das wird ein Award, James. Was macht ihr da? Mein Name ist Dr. James Whitman. Ich komme in Frieden. Ich bringe euch eure neue Königin. Oh nein. Die Königin. Auf Japanisch.
eure... Mein Bruder! War ja so klar. Die Brücke ist zerstört. Und wir dürfen mal wieder außen rum gehen. Was ich mich jetzt aber frage, ist das die Brücke, wo nicht der Pilot drauf saß, die sie sowieso schon in die Luft gesprengt haben? Und dass die wieder da ist, ist eigentlich sowieso komisch, komisch. Oder verwechsel ich einfach gerade den Ort? Ich glaube, ich verwechsel einfach den Ort, aber für mich sieht das so aus. So. Nach unten kann ich. Dachte ich schon kurz, sie springt nicht auf das Seil, sondern einfach daneben. Folgen wir mal den zwei Typen, die hier rein sind. So. Durch das kleine Fenster. Die Sturmwache. In die Kanalisation. Fantastisch. Schützt nach all den Jahren immer noch ihre Königin? Ist die Frage, kommen die zurück? Hätten wir die töten müssen? Oder sind die einfach nur abgehauen? Sind abgehauen, sehr gut. So, dann kann man es doch nicht damit angelegt. Wo führt uns unser Weg jetzt hin? Was macht er mit Sam? Scheiße. Sei still. Okay. Hier sind sehr viele Gegner. Das Ding hat sehen, wenn wir da oben drüber krabbeln. Sehr suspekt. Sehr suspekt, so. Weiter geht's. Die Leute, schön das Glöckchen. Einer der ganz Großen, seht ihr ihn? Oh mein Gott, ich stelle mir die Kleinen hier schon gefährlich vor. Wie gefährlich muss denn dann bitte so ein Riesentyp sein? Oh je, oh je. Jetzt bin ich mal gespannt. So. Wenn du das gesehen hast. Gewalzt. Hm.
einen nach so langer Zeit. Gute Frage. Wie können sie nur raten? Hier gibt's Ratten. Geht. So, aber hier haben wir wieder ein Lager. Aber ich glaube, wir haben weder genug Punkte für ein Upgrade. Was ich bei dem General gefunden habe, sagt, dass eine Seele in einem verwesenden Körper die Stürme hervorruft. Er muss damit die letzte Sonnenkönigin meinen, aber ich begreife nicht, was Himiko damit zu tun hat. Sie war die erste Königin. Matthias glaubt, dass Sam damit verbunden ist. Und das kann nichts Gutes heißen. Verdammt sollst du sein, Whitman. Du würdest für eine Story alles tun. Ich weiß, die Antwort liegt in der Ritualkammer. Aber dorthin zu kommen wird nicht einfach sein. Die Sturmwache verteidigt sie. Ich weiß, dass ich es tun muss. Aber ich habe große Angst davor, was ich dort finde. Okay, das war wieder eins von Lyras Tagebüchern. Es fehlt uns nur noch eins. Es ist die Frage, wo wir das dann noch finden werden. Und was es dann beinhaltet. Aber wir müssen jetzt als allererstes Sam vor Fires retten. Und Whitman, ja. Wir haben es zu Beginn schon gesagt, Whitman kann man nicht trauen. Man konnte ihn vom Anfang an nicht trauen und meine Vermutung hat sich damit bestätigt. Also. Ich nehme die Seite. Melde Ziele. Kommt schon, ihr Schweine! Achtung, rechte Seite! Okay. Schieß weiter. Keine. Halt sie zurück. Und zwar mal, die ich brauchen kann. Geht jetzt rüber. Wir brauchen. Ist ja nicht mal. Das reißt alles weg vom Wind, aber die Lava. Die Lava ist standhaft. Das ist so ein bisschen. Weil. Wenn die Brücke fällt, fällt auch Lava. Oh je. Wir stellen uns gerade so saublöd an. Aber wir können uns ja noch besser. Wenn die Handpistole nicht mehr schnell genug ist mit dem Töten und auch Pfeil und Bogen nicht schnell genug sind, dann kann man halt das Sturmgewehr. Fernkämpfer, dann die Nahkämpfer. Das
Gehen wir doch hin. Oder nach oben, das ist hier ist auch Munition. Bergungsgut. Nee. Granatwerfer, stimmt, da hatte ich ja auch noch was. Okay. Weiter geht's. Da kommen die nächsten Feinde. Ich habe es in die Luft gejagt. Ich weiß nicht, ob das so gedacht war. Jetzt wieder ein bisschen plündern. Okay, ein paar Bretter fliegen weg, damit wir jetzt mit unserem Seil den Star das aufmachen können. Also Sturmgewehr echt cool, wir haben jetzt sogar noch sozusagen ein Visier oben drauf, wir könnten also auch noch näher ranzoomen. Vergessen. Wie Dokumente sind oder so, habe ich jetzt gar nicht geguckt. Das waren jetzt auch noch. Okay, dann auf damit. Und weiter geht's. Die Belehrung macht es sehr gut.